Viktor Schauberger schrieb einmal. Aufsätze von Viktor Schauberger. Wasser, ein sternenfernes Rätsel. In einem öffentlichen Vortrag nannte ein sophistischer Hochschullehrer das Wasser ein sternenfernes Rätsel. Gelänge es, so meinte der Vortragende, das Wasser gasfrei und energiereich zu machen, dann wäre Wasser ein Sprengstoff, mit dem man ganze Welten in die Luft sprengen könnte. Gasfrei kann das Wasser durch die Elektrolyse gemacht werden, wodurch es in Sauerstoff- und Wasserstoffgas zerfällt. Fügt man einen Katalysator hinzu, bleibt als letzter Überrest das sogenannte schwere Wasser zurück. Diese Entdeckung, welche vor einigen Jahren ziemliches Aufsehen erregte, erwies sich nach genaueren Untersuchungen als entwicklungsschädlich, also kulturell und wirtschaftlich wertlos. Kostspielige Versuche, Knallgasexplosionen als Maschinenantriebsmittel zu verwerten, führten ebenso wenig zu einem praktischen Erfolg. So blieb die primitive Dampferzeugung nach wie vor als kostspieliges, aber immerhin zuverlässig wirkendes Antriebsmittel bestehen. Bei dieser Dampferzeugung spielt bekanntlich der auflastende Atmosphärendruck eine Rolle. Je geringer dieser ist, umso früher siedet das Wasser. Überstarker Entzug des positiv geladenen Luftdrucks hat das Gefrieren des Wassers zur Folge. Auch diese beiden Erkenntnisse führten zu keinerlei praktischem Effekt, da im ersten Fall die Spannkraft fehlte und andererseits diese Art der Eisgewinnung zu umständlich und zu kostspielig war. Auch bei der Hebung des Wassers kam es mit Ausnahme einiger rein mechanischer Verbesserungen der alten Pumpsysteme zu keinerlei Erfolgen von Bedeutung. Das durch Druck oder Zug gehobene Wasser wurde nicht besser. Im Gegenteil, es wurde immer schlechter. Es wurde gasreich und schal. Dieses Verfahren ist auch kostspielig und unrentabel. Das gleiche gilt auch für die heutigen Flussregulierungen, für Wasserspiegelhebungen und Senkungen und für das Turbinenwesen zur Erzeugung von Elektrizität. Das Wasser wird immer schlechter. Alle Bemühungen, das Wasser trotzdem in den Kulturdienst zu stellen, scheiterten. In der Landwirtschaft hatte sich die uralte Bewässerung der Fluren und Felder im Vergleich zu allen anderen Düngemethoden am besten bewährt. Das aber auch nur so weit, wie gutes Wasser zur Verfügung stand. Gutes Wasser vermag heute nur der naturbelassene Hochwald zu spenden. Dessen Güte nahm aber auch schnell ab, als man den Wald monokultivierte. Das Unglück wurde noch größer, als man aus rein technischen Gründen der Licht- und Kahlschlägerwirtschaft den Vorzug gab. Das Versiegen der Quellen und das Absterben des Waldes waren die Folge. Die Edelholzarten verschwanden, die Gebirgsbäche verwilderten. Es vermurten die Flüsse durch Ablagerungen des Geschiebes. Und das Absinken des Grundwasserspiegels war die praktische Folge. Wo und wie immer man an den Entwicklungsursprung oder an demjenigen rührte, was aus diesem Lebensstoffträger und Lebensvermittler entsprang, erlitt die Wissenschaft den totalen Schiffbruch. Kein Wunder, dass man unter solchen Umständen das Wasser als das sternenferne Rätsel bezeichnet.
wie es der eingangs erwähnte Wasserfachmann tat, dass Menschenhirne niemals ergründen werden. Man kapitulierte also und verlor damit das Recht, sich auf diesem Gebiet als sach- und fachkundig zu bezeichnen. Damit verlor man aber auch das Recht, den Richter zu spielen. Nun gelang es einem Außenseiter, das tiefe Geheimnis um das höchste Volksgut zu entschleiern. Gutes Wasser, gutes Leben. Schlechtes Wasser, schlechtes Leben. Kein Wasser, kein Leben. Dieser Grundsatz, einfach und wahr, hätte denen zu denken geben sollen, die sich Wassersachverständige nennen und nichts anderes taten, als die Ufer bald so oder bald anders zu befestigen. Das Wasser selbst aber, das ähnlichen Gesetzen gehorcht wie das Blut in den Adern oder wie der Saft in den Pflanzen, da achteten sie nicht. Mit vollem Recht sagt man doch, dass das Wasser als das Blut der Erde und des Nährbodens zu betrachten ist. Merkwürdig ist jedenfalls, dass gerade die, die gegenüber der Kritik am empfindlichsten sind, allen Grund hätten, sich belehren zu lassen. Kein Beruf hat so jämmerlich versagt wie der des Wasserregulierers und Wasserwirtschaftlers. Wer aber Kritik nicht verträgt, fühlt sich schon schuldig. Er weiß, dass seine Argumente nicht hieb- und stichfest sind. Solche Menschen haben nur ihr Selbstwohl im Auge. Sie taugen nicht für die wahrhaft gemeinnützigen Zwecke und sind daher ausgesprochene Volksschädlinge, die je früher, desto besser aus ihren Positionen zu entfernen sind. Zerschlagung der Qualität. Dampf zu erzeugen ist naturwidrig. Es ist naturunrichtig, also falsch. In der Natur wird Wasser niemals verdampft, sondern verdunstet. Unter Verdunstung ist der schon natürliche Um- und Aufbau, die Fort- und Aufpflanzung, die Vermehrung und Steigerung der Wasserqualität zu verstehen. Die Frequenz des atmosphärischen Wassers ist eine höhere als die des Erdwassers. Dieses muss von der Erde erst noch aufgeschwungen werden, um die innere Spannkraft zu erlangen. Man kann sie auch die Wasserfrequenz nennen. Das aufbaufähige Mutterwasser gebiert die Erde. Der Regen oder der Niederschlag ist schon ein Entspannungsprodukt. Es ist kein Kondensationsprodukt, sondern eine Konzentrationserscheinung aufsteigender Energien, welche durch übermäßigen Wärmeeinfluss in Materie abgewertet werden. Daher ist auch die Abkühlung der Atmosphäre nach einem Regenfall nicht die Ursache, sondern eine Entspannung oder ein Frequenzverlust. Die naturrichtige Verdunstung ist die Voraussetzung der Aufgeburt der Eltern des Wassers. Was als Regen wieder zurückfällt, hat den normalen Entwicklungsgang verfehlt. Es muss zurück zur Erde, um von ihr neuerdings zykloid ausgeschwungen zu werden, um nach Empfang neuer Auftriebskräfte den abermaligen Aufstieg aufs Neue zu versuchen. Gelingt dies beim zweiten oder dritten Mal, dann entsteht nicht Wasser, sondern das geheimnisvolle Potenzpaar, dem alles, das auf dieser Erde kreucht und fleucht, sein Leben und seine Bewegung verdankt. Auch das Wachstum und dessen Vermehrung sowie die rassenmäßige Steigerung, also die Verbesserung der Art, ist von der Vermehrung und der Steigerung dieser bipolaren Potenz abhängig.
Das sogenannte Klima ist nichts anderes als die Rückwirkung oder Umkehr eines urbaren Entwicklungsganges, der auf der Erde den Anfang hat. Das Gleiche gilt natürlich auch für die naturrichtigen Umbauvorgänge in der Erde, die bekanntlich ihre besondere Sphäre hat, deren Aufbau an ganz besondere Voraussetzungen gebunden ist. Ohne Sphärenwechsel gibt es keinen Spannungswechsel. Nichts geht in der Natur unmittelbar oder in logischer Aufeinanderfolge vor sich. Jeder Umbau hat eine totale Änderung der inneren Spannungsart zur Folge. Daher musste auch die mechanistische Wasserlaufregulierung Schiffbruch erleiden. Der Rhythmus verlangt die Wandlung. Nur so kann das ewig Wandelbare, das Wasser, naturtreu bleiben. Es wird zum gefährlichsten Feind alles Lebenden, wenn es seine eigene Lebensart, seine Fort- und Aufpflanzungsfähigkeit nicht finden kann. Das heutige Weltbild und alle derzeitigen Weltanschauungen werden sich ebenso grundsätzlich ändern wie alle jetzigen Lehrsätze, Grundsätze oder Dogmen. Auch der Luftdruck ist ständigen Veränderungen unterworfen. Je höher hinauf, so sagt man, desto dünner würde die Luft. Ganz hoch oben sei die absolute Leere, das Nichts. Hier beginnt der grundsätzliche Irrtum und Unsinn. Der gefährliche Einfluss des kirchlichen Glaubens, der heute anders aussehen würde, wenn man die naturrichtigen Entwicklungsvorgänge zugelassen hätte. Dieser Glaube ist genauso unmöglich wie der Glaube an das Gesetz zur Erhaltung der Energie im Weltall und der Glaube an die absolute Allmacht Gottes. Ohne Potenzstoffaufbau, Potenzstoffvermehrung und ohne Potenzstoffsteigerung ist auch der Herrgott ohnmächtig. Dieses alles hängt einzig und allein von der zykloiden Bewegung des Wassers und der Luftmassen ab, denn nichts kann sich von sich aus fort- und aufpflanzen. Nichts kann sich selbst vermehren und qualitativ erhöhen. Damit stehen wir vor dem größten Verbrechen aller Zeiten, der Ausschaltung der zykloiden Wasserbewegung, welche die Quelle des Qualitätsstoffaufbaus verschüttet. Wer an kein Verbrechen glauben will, soll es als Dummheit betrachten. In der Auswirkung bleibt es aber gleich. Bei etwas Aufmerksamkeit hätte man das innere Verhalten des Wassers nach mechanistischem Entzug von gasförmigen Inhaltsstoffen, der eine sofortige Änderung des Silo- und Gefrierpunktes zur Folge hat, erkennen können. Um zurückzuschließen, dass Gegensätze auf Zug und Druck verschieden reagieren. Das gilt auch für eintretende Änderungen beim Kochen des Wassers, das ebenfalls seinen Siede- und Gefrierpunkt ändert und schal bleibt, wenn man es auch zurückkühlt. Man hätte auch erkennen können, warum das Wasser durch Saugpumpen nicht höher als etwa 10 Meter steigt. Naturrichtig bewegt, steigt das Wasser nahezu antriebsstofflos auf jede beliebige Höhe. Damit verlieren allerdings sämtliche Pumpsysteme heutiger Konstruktionsart ihren Wert, die nebenbei bemerkt sehr kostspielig arbeiten und das Wasser verschlechtern. Natürlich bewegtes Wasser vermehrt sich. Es steigert seine Qualität und wächst selbstherrlich empor. Es ändert seinen Siede- und Gefrierpunkt. Und dieses Phänomen benutzt die weise Natur, um Wasser auf die höchsten Bergspitzen ohne Pumpwerke zu heben.
wie es bei den Hochquellen der Fall ist. Dieser Begriff heben ist nicht wörtlich zu nehmen, da es sich hier um einen natürlichen Fort- und Aufpflanzungsvorgang handelt. Dieser dient wieder der Luftaufgeburt, der Schaffung einer Lufthülle, welche der Entwicklung höheren Lebens dient. Entspringt das Vermehrte und Veredelte, das spezifisch schwere, dichte und kühle Wasser an der Quelle, dann gibt es seinen Überschuss an Levitationsstoffen ab. Dafür ladet es sich mit Gravitationsstoffen auf und fließt wieder ab, um sich nach und nach aus kleinsten Entwicklungsanfängen zu einem mächtigen Strom zu entwickeln. Entfernt man den natürlichen Quellschutz, die schattenspendenden Bäume, die kühlen Felsen und so weiter, wird das kühle Quellwasser warm. Absolut leichter und kurze Zeit darauf verliert dieses Quellwasser seine natürliche Steigkraft und verschwindet. Kein Wasser, kein Leben. Wo Quellen, da Leben.